Ja, Tag zusammen. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Potternander im Urlaub in Egmond an See, im wunderschönen Seeland in den Niederlanden. So, wir haben heute allerfeinstes Potternander-Wanderwetter. Klar, die letzten Tage waren brüllend heiß, 25 Grad, blauer Himmel, die Sonne ballerte vom Himmel. Das war allererste Sahne, das war so rappelvoll, wie ich damals immer nur als Kind von Freibädern her kannte. Also Strandlife hier pur. Heute ist davon nichts zu sehen. Wir haben trotzdem eine milde Brise von vielleicht 20 Grad. Es hat die ganze Nacht geregnet. Jetzt ist mal eben auch eine kleine Lücke da. Das genießen wir und nutzen die Zeit direkt aus, um nördlich hier in Egmond an See in den Dünen einen kurzen Spaziergang zu machen. Kommt doch einfach mit, auf geht's. Hallo Mensch, du bist ja auch hier, das gibt's doch gar nicht. Ich habe schon gesagt, genau das richtige Wanderwetter hier für Potternander. Guck dir das mal an. Ich finde es immer noch ziemlich hell. Das ist super, aber es regnet jetzt nicht mehr. Also eigentlich brauchen wir gar nicht mehr los. Wie die Senioren sagten, es regnet seit heute Nacht 3 Uhr. Habe ich auch schon gerade gesagt, seit 3 Uhr nachts müssen wir raus. Ja. Genau unser Wetter, auf geht's. Ja. Welcome to the happy place. Ja, Egmond an See eignet sich, glaube ich, auch ganz besonders gut für kleine oder größere Spaziergänge. Jedenfalls südlich und nördlich ist ein riesiges Dünengebiet. Da gehen wir jetzt rein. Die Anni nimmt mich an der Hand und es geht natürlich nicht ohne Sand. Übungsbombe. Während des Zweiten Weltkriegs wurden in den Niederlanden 4 Orte eingerichtet, an denen deutsche Bombenflugzeuge das Abwerfen ihrer Bomben üben konnten. Diese Orte waren Bloemendaal, Hallum, de Leusterheide und die Landschotzerheide in Nordbrabant. Von diesen 4 Orten ist nur noch der Bombenabwurfort auf der Landschotzerheide erhalten. Gewöhnlich starteten die Bomber mit 50 bis 250 Kilogramm schweren Betonbomben am Luftstützpunkt Eindhoven. Die Betonbomben waren mit Aussparungen versehen, in denen sich eine mit einem Holzbrett abgedeckte und dadurch festmontierte Glasampulle mit einem Raucherzeuger befand. Beim Aufschlag der Bombe zerbrach die Glasampulle, sodass eine Rauchwolke erzeugt wurde, damit der Beobachter im Flugzeug sehen konnte, ob ein Treffer gelandet worden war. Und natürlich, wenn es regnet, geht es dann auch mindestens bergauf, ne? Oder beides im besten Fall. Und das Ganze auch noch in sandiger Dünenlandschaft hatten wir auch noch nicht so. Sagt man nicht, dass die Niederlande platt sind und eigentlich unterhalb des Meeresspiegels und so. Also dass das alles abgepumpt wird, damit es nicht versinkt. Jetzt sind wir hier und kraxeln wieder über Hügel, ne? Oh! Ja, ja, willkommen in het Nordhollands Duinenreservat. Ja, schönen Dank. Wir genießen die Natur. Ja, Wege gibt es hier nicht. Der Pfad ist aber vorhanden. Track haben wir gefunden. Laufen wir mal ein bisschen nach und natürlich regnet es wieder, ne? Also haben wir alles. Ja, also Freunde, das Duinenreservat ist aber wirklich ganz gut und schön. Hinweistafeln haben mich hier mehr versprechen lassen, muss ich ganz klar sagen. So richtig befestigte Wege gibt es nicht. Ich dachte jetzt eher an so einen Holzbohlenpfad oder so, der uns hier sicher durch die Natur führt. Stattdessen hat man hier mehr oder weniger unmarkierte, ja, ausgetretene Wege oder auch nicht. Ansonsten sieht man nicht so wirklich, wo man lang geht. Das möchte ich jetzt auch an dieser Stelle nicht. Hier einfach durch dieses Kleinod der Natur hier stapfen. Das mache ich nicht. Also ich habe keine Lust, hier einfach so wild durch die Natur querfeld einzulaufen. Deswegen suchen wir uns den Ausweg, genießen und erfreuen uns hier an diesen Bildern, die wir einfangen konnten. Natürlich regnet es. Das erfrischt natürlich richtig. Die Anni ist platternass. Ich setze ja immer auf den Outdoor-Schirm. Ansonsten
ist das sicherlich nochmal eine ganz andere Facette, die ihr hier in Egmond erleben könnt. Also nicht nur ein Strandspaziergang ist möglich, sondern auch hier in den Dünen zu flanieren, aber auf befestigten Wegen, vielleicht mal als Verbesserungsvorschlag, kann man das Ganze womöglich auch noch dem wanderbegeisterten Tourist ein wenig attraktiver machen. So, weiter geht's. Lassen wir uns von dem Wetter hier überhaupt nicht aufhalten. Leuleckerland hier. Herrlich. Was hat Urban Gardening hier in den Dünen? Wir haben noch tatsächlich hier noch Hinweisschilder, Wandelnetzwerk. Also hier gibt es tatsächlich ein Wegenetz. Und nochmal ein Hinweisschild. The Lunches van de Wimmelnümmerdeunen. Ja, ihr mögt mich korrigieren. Ich versuche gerade noch ein kleines bisschen die Sprache zu lernen. Aber ja, auch jetzt wieder nicht für den dummen Deutschen, ne? Also wenn dann schon auf Niederländisch bitte oder übersetzen lassen von Google, ne? So, da könnt ihr auch nochmal Richtung Bergen am See laufen. Bergen am See, auch nochmal der nächste Küstenort hier. Ungefähr 4,5 Kilometer den Strand nordwärts, dann seid ihr von Egmond in Bergen am See. Ja, und natürlich sind Flipflops hier nicht das geeignete Schuhwerk zum Wandern. Ich bin nass, oder? Regenrun! So, hier habe ich noch mal was Interessantes gesehen. Du kannst eine Dünenkarte kaufen, wenn du nicht gerade hier Urlaubsgast bist. Eine Tageskarte, auch tatsächlich für Reiter. Also offensichtlich kann man ja auch prima zu Pferd auf diesen Wegen, beispielsweise Richtung Bergen reiten. Also das klingt auf jeden Fall spannend. Für uns hat es aber nicht mehr drin. Ich glaube, wir werden uns jetzt bei der nächsten Imbissbude bei Kibbeling niederlassen, also auf geht's. So, was soll ich sagen? Kibbeling schmeckt auch bei typisch niederländischem Wetter genau. Das machen wir jetzt auch zur Belohnung. Einfach eine Portion mitnehmen aufs Hotelzimmer. Und dann gibt es erstmal eine lauwarme Dusche. Aber die haben wir ja eigentlich schon. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, mal an einem anderen Wanderspot dabei zu sein. Natürlich wieder mit perfektem Potternander-Wanderwetter. Es hat geregnet. Kleine Bergwertung hatten wir auch. Es ging mitten ins Nirgendwo. Genau richtig für uns. Ansonsten genießen wir noch ein paar wunderschöne, erholsame Tage. Morgen soll es wieder besser werden. Hier in Egmond am See, in den wunderschönen Niederlanden. Bis dann, bleibt dran, vergesst da rausgehen nicht. Euer Schrömi vom Potternander. Ciao.